Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Monster Jam Steel Titans. Wir gehen jetzt in die Stadium-Meisterschaft. Ich würde den gerne nehmen. Ich hoffe, man kann zwischendurch wechseln. Kann man pro Karte wechseln? Weil der ist halt noch ein bisschen besser getuned gegenüber dem hier. Und das macht natürlich vieles aus, vor allem hier im Rennen. So. Dann wollen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Aber ich denke, ich bin da zuversichtlich. Oh. Die sind jetzt auch nicht voll aufgetunt, weil ich habe halt das Geld, was ich hätte Tuning investieren können. Ach du Alter. Habe ich halt den Grave Dig investiert. Alles weitere Tuning noch. Wahrscheinlich eh wieder so eine große Liste. Ja, genau. Wir haben wieder 15 Gegner insgesamt. Wir fahren gegen den Dragon. Oh, jetzt stimmt. Ach, jetzt weiß ich, wie man startet. So, und dann geht's hier nach links. Ah, okay, jetzt hab ich's gemacht. Hat aber die Nase vorne, der Gegner. Ganz knapp, ey. Das war jetzt schon echt eng. Bei dem Freestyle ist das, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man da nicht dieses volle Tuning hat. Aber ich merke das schon, dass jetzt uns echt ein bisschen Beschleunigung und so fehlt, dass man schon die auf Max tunen muss. Auch zur Weltmeisterschaft hin haben wir den Grave Digger dann voll aufgetunt und starten voll durch. Wahrscheinlich fahren wir jetzt gleich gegen den echten Grave Digger. Oh ne, der Earthraker hat gewonnen. Wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
sogar stehen. Laufen. Zack. Gewonnen. 8. 2,6 kostet die Verbesserung aufs Viertbeste. Also könnt ihr euch denken, was ist. Eine weitere Verbesserung. So, 3200. Dann haben wir all das auf Stufe 3. Passt. Und dann muss ich ja alles auf Stufe 4 und dann kommt alles auf Stufe 5. Ey, boah, das ist echt teuer. Gibt's doch nicht, Mann. Ach du Heiland, war das schlecht. Gar keine Punkte zusammengekriegt, ey. Kaum was
liegt, um den Wagen zu verbessern. Das ist natürlich ärgerlich. Also den Monster Truck. Wahrscheinlich müssen wir das Event hier noch machen, dann gucken wir mal, was man so verbessern kann. Weil man kann ja durch aus der Meisterschaft zurückgehen, Fahrzeug gleich wechseln. Echt Speed. Hui. Wir fahren wahrscheinlich eher als gegen dieselben Meter wie vorher. Jawohl. Dann kurz noch das Stadion angucken. Atlanta. So. Und jetzt fahren wir gegen wahrscheinlich El Toro. Nee, doch nee. Oh, Pirate's Curse. Mal wen anders. Son Abu Digger gegen Grave Digger. Oha. Saubere Linie, ey. Vielleicht korrigieren musste. Wenn ich hier immer ihn vor mir sehe, kann er nicht schneller sein als ich. Wird ins Publikum springen, aber es hat nicht funktioniert. So, und wir fahren gegen Grave oder Sonaro? Wir fahren gegen Grave, Digga.
habe ich ihm nochmal einen mitgegeben. Da hat er einen Abstand gekriegt, ey. So. Und da haben wir das Kopf-an-Kopf-Rennen in Atlanta gewonnen. 1200 gehen drauf, das ist natürlich schön. Oh, jetzt los. Nee, wer ist denn gedroppt? Wohl geschafft. Das gibt doch mal gut Money hier, wenn man da ordentlich abräumt. Gravedigger haben wir noch im zweiten. 14 Punkten Abstand. Ich weiß nicht, was eben los war. Aber dieses Stadion habe ich FPS-Drops. Mal kurz. So, das war wieder. Wir haben ein Dach. Toll. Paar Punkte geholt. Egal wie unsauber es aussah. Jawoll. 8000, das gibt nochmal gut was aufs Konto. So, Gravedigger. Egal, aber komm. Damit könnten wir es, glaube ich, probieren. Damit probieren wir es jetzt einfach. Wir riskieren es.
Mega ein kleines bisschen schlechter raus aus dem Griff. Das liegt vielleicht an der minimal schlechteren Bodenhaftung. Aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Erste Runde gewinnen wir mit unserem Grave Digger. Yeah! So, da haben wir den Black Ops rausgenommen. Als nächstes gegen den Dragon. Und zur Zeit war gar nicht mal so schlecht. Es könnte auch etwas mit dem perfekten Start zusammenhängen. Das ist aber eben die Kurve. Aber egal. Und der nächste Sieg. Zweite Runde haben wir auch gewonnen. Jawohl. So muss das. Okay, gegen Doomsday. Die Zeiten liegen echt gut beieinander. Ja, guter Start. Der andere hatte wohl einen perfekten Start. Aber es war ein schöner Drift. Leicht schief aufgekommen, was echt nicht schlecht war. Das war fast ein Fotofinish, ey. Die letzte Kurve, da haben wir es immer geholt gerade. Alter, das ist ein Over, Digga. Weiß ich. Grave Digger gegen Grave Digger. Guter Start. Da haben wir den Sieg geholt. Grave Digger gegen Grave Digger. Boom. Ah. Erstes Event mit ihm und wir haben es gerockt. Voll.
gut, dass man hier auch verbessern kann. 2500. Was hat das? 6500. Ah, okay, da müssen wir hier nochmal sparen. Zurückgesetzt hat, weil das doch gezählt hat, ey. So ein Schiss. Das ist doch mies. Werde ich mehr rausholen können. Sechster. Aber wir sind immer noch auf dem ersten. Der Shaker hat den anderen Grafiker überholt. Jetzt stelle ich ihn hier auf. Gold. Jawohl. Kräftiger Chassis 4 Stufe Update. Bonus für Platz 1. Blöd, dass sie alles auf Stufe 4. Oh, Chassis, jawohl. Ah, da fehlt mir noch ein kleines bisschen. Auf geht's nach San Diego. War schön, dass ich da ein Chassis 4 Stufe Update gekriegt habe, richtig nice. Sogar für einen, den man es wirklich braucht. Aber ich würde sagen, trotzdem, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns dann nächstes wieder. Haut rein!